Hallo, ich gehöre in die Firma MBW und stelle euch das Berufsfeld Oberflächenbeschichter vor. Ich mache jetzt los. Hallo, ich bin der Fabian und bin hier mit Herrn Uwe Schmidt in der Firma MBW. Die MBW-Firma ist in dem Berufsfeld Oberflächenbeschichter tätig. Ich stelle jetzt dem Herrn Uwe Schmidt ein paar Fragen. Wie lange dauert die Ausbildung circa? Ja, also die Ausbildung zum Oberflächenbeschichter dauert bei uns 3 Jahre. In der Hälfte der Zeit gibt es eine Zwischenprüfung und ja, das Berufsschulzentrum für die Theorie ist in Zwickau und die ganze Praxis wird dann hier im Betrieb stattfinden und natürlich auch in anderen MBW-Betrieben noch, weil wir nicht so viele Verfahren haben. Also das muss schon ein bisschen umfassend gemacht werden, das Ganze, ne? Okay, was wird in der Ausbildung erlernt? Ja, also der Oberflächenbeschichter ist eine umfassende Sache. Erstmal geht es ja um die Galvanik allgemein. Also man nimmt ein Blechteil, sagen wir mal so, was nicht korrosionsbeständig ist und dort muss eine korrosionsschützende Oberfläche aufgebracht werden. Das ist eigentlich das Hauptziel des Ganzen. Es sind also elektrochemische Vorgänge. Man muss also ein bisschen Ahnung von Chemie haben und es gehört auch viel Vorbehandlung mit dazu, denn so ein Teil muss mitunter poliert werden, gesandstrahlt und es gibt da verschiedene Sachen, die noch mit relevant sind. Ich bin hier im Labor mit dem Herrn Uwe Schmidt wieder. In der Firma MBW. Was sind eigentlich die schulischen Voraussetzungen für den Beruf? Ja, also man muss natürlich von Chemie ein bisschen Ahnung haben. Also wir verlangen nicht unbedingt für eine Einstellung, dass man ein Einser-Schüler ist. Das ist Quatsch, das muss man nicht haben. Es zählt auch der Wille, den Beruf lernen zu wollen. Und es gibt viele Dinge, die man im Nachhinein noch mitkriegt. Wenn auch jetzt einer sagt, Mensch, Chemie, das ist überhaupt nicht mein Fach gewesen, das ist zu trocken. Wenn man dann hier eine Weile ist, merkt man, dass die Chemie gar nicht so trocken ist. Außerdem ist Mathematik nie ganz schlecht, da wir in einem technischen Beruf sind. Es gibt ja auch im Labor einiges zu errechnen. Und als Galvaniseur oder Oberflächenbeschichter selber muss man aber auch eine Oberfläche zum Beispiel ausrechnen können, weil die Fläche ist hier für den Beruf maßgebend, für den Strom, den man einstellt. Biologie ist nie ganz so wichtig. Welchen Schaden richten die Chemikalien eigentlich an? Naja, das ist sicherlich unterschiedlich. Es ist so, wenn man mit Chemikalien umgeht, gibt es für jede Chemikalie ein sogenanntes Sicherheitsdatenblatt. Und dort steht das alles drin, was passieren kann. Dort sind auch eventuelle Hinweise für den Arzt, wenn man jetzt was irgendwie verschluckt hat oder auf der Haut eine Verätzung hat. Das ist also sehr unterschiedlich. Gerade bei Säuren kann man das auch am Periodensystem erklären. Wenn man das Periodensystem der Elemente sieht, ist ganz links sind die Metalle, rechts sind die Nichtmetalle. Und was ganz oben steht, ist immer das Stärkste, zum Beispiel Fluor. Ganz rechts oben würde Flusssäure werden. Ne? Und Flusssäure ist ganz gefährlich. Flusssäure ist schon beim Kontakt mit der Haut, kommt darauf an, wie groß die Stelle ist, aber man kann daran schon sterben. Muss man aber nicht. Ich sage mal so, das ist das ganz blödeste Beispiel. Eine Angst vor der Chemie wäre auch falsch. Es gibt also Sicherheitsmaßnahmen. Es ist kein Problem. Hier ist auch noch nichts Größeres passiert. Aber sensibel mit dem Umgang dafür muss man sein. Gibt es dafür eigentlich auch wie so eine Schule noch für die Chemikalien? Naja, sicherlich in der Berufsausbildung wird das alles ja auch mit gelehrt, der Umgang. Später ist es dann so im Betrieb, dass es auch immer Sicherheitsbelehrungen gibt. So ist es nun mal. Und eventuelle Dinge, die im Betrieb mal nicht ganz so gerade laufen, das kann ja auch sein, werden dort ausgewertet. Ja, es gibt natürlich auch genügend persönliche Schutzausrüstung. Also wir haben hier Gasmasken mit Filter dran, Gummihandschuhe sowieso. Und wenn wir uns unten an der Anlage befinden würden, müssten wir eine Schutzbrille aufsetzen. So ist das. An welchen Geräten bzw. Maschinen arbeitet man? Wir haben also diese Verfahren, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das gibt es in Handbädern. Das sind also Becken, wo man die Gestelle mit der Hand eintauchen muss und mit der Hand den Strom einstellen muss. Aber galvanische Verfahren eignen sich hervorragend, die in den Automaten unterzubringen. Und wir haben also hier zwei Automaten, das ist einmal der Hartchromautomat und Zink-Nickel-Automat unten. Dort wird die Ware mit sogenannten Förderern bewegt
und in den Bädern und Spülern untergebracht und das ist alles festgelegt. Ist auch heutzutage wichtig, weil man muss nachweisen, wie der Kunde will quasi wissen, wie ist denn mein Teil gefahren? Wie ist die Qualität, wie wird die abgesichert? Und so ein Automat ist natürlich nachweisbar, wie das Teil gefahren ist, weil das ja am Computer hängt. Das ist also alles rechnergestützt. Wir müssen auch die ganzen Sachen 10 Jahre aufheben. Ähnlich ist es hier mit den Laborproben. Angenommen, ich wäre jetzt hier ein Lehrling. Wie sieht eigentlich so ein Tag für mich aus? Naja, erstmal muss man feststellen, wer unter 18 Jahre ist, darf natürlich bloß 2 Schichten arbeiten. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb. Erst ab 18 Jahre wäre dann ein Dreischichtbetrieb möglich. Also in 2 Schichten, man käme jetzt angenommen früh hier zur Frühschicht und dann geht es an die Anlage, egal wo man jetzt eingeteilt wird, man wird da eingeteilt als Lehrling, das ist klar. Die meiste Zeit natürlich hängt es unten mit der Bestückung zusammen, also Rohware rauf auf die Warenträger, Fertigware runter. Es ist ein bisschen Logistik mit dabei. Man muss dann auch mal mitkriegen, wie sieht es denn aus? Dort oben liegen Karteikarten drauf. Was haben die zu sagen? Der ganze Ablauf im Betrieb, das kriegt man mit. Und es gibt natürlich auch Reinigungstage. Das ist auch so. Die Anlagen müssen gereinigt werden. Das ist meistens eine Putzschicht pro Woche. Und da muss ich sagen, ist natürlich der Lehrling auch mit dran, das ist klar. Man muss mal in den Behälter reinklettern und da drinnen mal mit Besen und Schaufel zum Beispiel sauber machen und auch Gummistiefel anhaben. Das ist so. So, ich bin jetzt wieder zurück von der Firma MBW. Das in dem Berufsfeld Oberflächenbeschichter braucht man sehr viel, also nicht sehr viel, aber ein paar Chemiekenntnisse. Sonst war das eigentlich sehr interessant und auf Wiedersehen.